Eine Stunde Klassik. Der Münchner Pianist und Musikdurchdringer Jürgen Plich stellt jetzt und jeden kommenden Dienstag um 20 Uhr große klassische Musik vor. Er teilt seine Hör- und Spielerfahrung und seine persönliche Sicht auf die Meisterwerke. Er spielt selbst besondere, unbekannte Aufnahmen, erklärt, warum die Musik so und nicht anders klingt und hat eine Menge aus dem Leben der Komponisten zu erzählen. Jetzt eine Stunde Klassik. Radio München. Liebe Hörer, in den letzten zwei Wochen haben Sie Sendungen über Anton Bruckner gehört. Zunächst am Tag vor seinem 200. Geburtstag am 4. September seine komplette dritte Sinfonie in der Urfassung. Dass ich Sie damit, meine lieben Hörer, noch etwas allein gelassen habe und Sie in der Woche darauf eine Wiederholungssendung ebenfalls über Bruckner gehört haben, das lag daran, dass ich über und über mit der Organisation, Proben und Konzerten meines Klavierfestivals in München beschäftigt war und mir fast keine Minute für anderes blieb. Nun ist das Festival erfolgreich über die Bühne gegangen und ich kann mich mit voller Energie auch wieder der wöchentlichen Stunde Klassik auf Radio München widmen. Die noch ausstehenden Kommentare und Erklärungen zu Bruckners Symphonik werden nächste Woche folgen. Für heute habe ich Ihnen ein, wie ich glaube, ganz inspirierendes und im wahrsten Sinne des Wortes hochfliegendes Thema mitgebracht. Lassen Sie sich überraschen. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und wie ich aufs Weite zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiser, hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich find sie duzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die Welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich, dann wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Ja, liebe Hörer, wie mag es wohl in Papagenos Vogelbauern gezwitschert haben? Das muss ja kaum zum Aushalten gewesen sein. Aber eigentlich gelten die Vögel ja als Vorbild für uns Musiker. Paul Dukas, der Lehrer von Olivier Messiaen, riet seinen Schülern, sich den Vogelgesang genau anzuhören. Messiaen nahm ihn absolut beim Wort, setzte sich in den 1950er Jahren immer wieder stundenlang in die Natur und lauschte.
Mit ornithologischer Genauigkeit brachte er dann die Vogelgesänge in Notenschrift zu Papier und veröffentlichte einen Catalogue d'Oiseaux, also Vogelkatalog, für Klavier. Und seine Frau, die Pianistin Yvonne Loriot, spielte ihn. Interessanterweise bezeichnet das französische Wort Loriot mit T geschrieben, der Nachname der Pianistin wird mit D geschrieben. Also das französische Wort Loriot bezeichnet einen Singvogel, nomen est omen. Hören Sie Yvonne Loriot mit Le Loriot, der Pirol. Thank you.
Yvonne Loriot spielte Le Loriot, der Pirol, aus dem Vogelkatalog ihres Gatten Olivier Messiaen. Davor hatten wir ja bereits aus Mozarts Zauberflöte, gesungen von Karl Schmidt-Walter, Papagenos Lied »Der Vogelfänger bin ich ja« gehört. Mozart hielt tatsächlich immer Vögel in seiner Wohnung. Und den Tod eines Vogels Star soll er sehr betrauert haben, beinahe genauso wie den seines Vaters nur eine Woche zuvor. Und am Ende von Mozarts eigenem Leben besaß er einen Kanarienvogel, dessen Gezwitscher ihm da allerdings dann auf die Nerven ging, so dass man ihn aus seinem Schlafzimmer entfernte. Das bringt mich auf eine Kantate des Barockkomponisten Georg Philipp Telemann, in der er lang und breit den Tod seines Kanarienvogels betrauert. Ich lese Ihnen einmal den halb ernsten und halb humoristischen Text vor, man könnte sagen tragikomischen Text. »O weh, mein Kanarien ist tot! Wem klag ich meine Not? Wem klag ich meine bitteren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen? Wem klag ich diese Not? So geht's mit der Vogelfreude und mit den Dingen dieser Welt. Die Unlust ist den Lüsten beigesellt, die Freud vergehet mit dem Leide. Ja, ja, der schlaue Vogel kann dies lehren. Er war mit seiner Kunst vortrefflich anzuhören und fast ein Wunder seiner Zeit. Der kleine Hals war wohl geschliffen und hat manch feines Lied gepfiffen zur Fröhlichkeit. Allein die Freud ist aus, er lieget nun gestreckt und wird mit schwarzer Erd bedeckt. Ihr lieblichen Kanarienvögel, beklaget meine Freud und eure Zier. Ihr Vögel, die ihr sonst so wunderschön mit künstlich lieblichem Getön den munteren Ohren pflegt zu dienen. Was soll ich mehr zu deinem Lobe singen, o edler Kanarien? Du konntst dein helles Kehlchen also zwingen, dass aller Ohren, Herz und Sinn, die dich gehört, beweget wurden. Nur dir, grausamer Tod allein, konnt der verliebte Ton doch nicht beweglich sein, denn du hast grob und vermessen den teuren Bissen weggefressen. Friss, dass dir der Hals anschwelle, friss, du unverschämter Gast, dass dich der Vogel zerkratze, zerrisse und dir den Magen und Därme zerbisse, bis du ihn gespien hast. Friss und berste auf der Stelle. Allein, was will ich ferner klagen? Was wird wohl auch nach meiner Trauer fragen der strenge Bruder Tod? Er muß so einen Papageien als Raben, so einen Kanarien als Sperling haben zu seinem Morgenbrot und schonet keinen Vogel nicht. Wohlan, so fahre hin. Betrübtes Wort, fahr hin, du mein geliebter Kanarien. Sollt gleich das Glück mir seinesgleichen wiedergeben, wiewohl es kaum geschieht, so kommst du doch in meinem ganzen Leben mir nimmermehr aus meinem Sinn. Mein Kanarine, gute Nacht. Eh wird das Federvieh sich in die See versenken, als ich an deinen treuen Fleiß nicht sollte denken, so gut hast du's bei mir gemacht. Nun dann, so nehmt die kleinen Glieder in eurer Hand und setzt den Vogel sanfte nieder in kühlen Sand. Macht, dass er sicher möge liegen. Um mich bei meinem Leide zu vergnügen, so lasset dieses noch die letzte Ehre sein, dass ihr schreibt auf den Leichenstein, datte der Hagel! Hier liegt ein Fagel, de kun man nertek quinquelieren, und alle Menschen kontentieren, du Streckebehn, als du wollst diesen Vogel freten, so wohl ich, dat du wär wat an den Hals geschmeten. Haben Sie das verstanden, liebe Hörer? Die letzte Strophe war Plattdeutsch. Auf Hochdeutsch heißt das ungefähr Folgendes.
Das dich der Teufel! Hier liegt ein Vogel! Wie konnte er doch so lieblich singen und jedem Menschen Freude bringen? Du Sensemann, weil du konntest dieses Tierchen fressen, so wünscht ich, man würd nach dir mit Steinen schmeißen. Dietrich Fischer-Dieskau singt nun diese Trauermusik von Georg Philipp Telemann. Wem klag ich meine Not? Wem klag ich meine bitteren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen? Wem klag ich diese Not? Wem klag ich diese Not? So geht's mit der Vogelfreude und mit den Dingen dieser Welt. Die Unlust ist den Lüsten beigesellt, die Freude vergeht mit dem Leide. Ja, ja, der schlaue Vogel kann dies lehren. Er war mit seiner Kunst vortrefflich anzuhören und fast ein Wunder seiner Zeit. Der kleine Hals war wohl geschliffen und hat manch feines Lied gepfiffen zur Fröhlichkeit. Allein die Freude ist aus, er liegt nun gestreckt und wird mit schwarzer Erd bedeckt. Ihr lieblichen Kanarienvögel,
mir. Ihr Vögel, ihr sonst so wunderschön, mit künstlich lieblichem Getön, den Mund verloren pflegt zu dienen. Ihr lieblichen Kanarienvögel, beklaget meine Freude und eure Tier. Ihr lieblichen Kanarienvögel, beklaget meine Freude und eure Tier. Beklaget meine Freude und eure Zier. Was soll ich mir zu deinem Lobe singen, o edler Kanarin? Du kommst ein helles Kehlchen also zwingen, das aller Ohren Herz und Sinn, die dich gehört, bewegelt wurden. Nur dir, dir grausamer Tod allein, konnt der verliebte Ton noch nicht beweglich sein. Denn du hast grob und vermessen den teuren Bissen weggefressen. Dir der Hals anschwell, friss du unverschämter Gast, friss, dass dir der Hals anschwell, friss du unverschämter Gast, friss du unverschämter Gast. Friss, dass dir der Hals anschwell. Friss, dass dir der Hals anschwell. Friss, du unverschämter Gast. Friss, dass dir der Hals anschwell. Friss, du unverschämter Gast. Friss, du unverschämter Gast. Dass sich der Vogel zerkratze, zerriss und dir den Magen und Därmen zerbiss, bis du ihn gespien hast. Friss und berste auf der Stelle, friss und berste auf der Stelle. Dass dich der Vogel zerkratze, zerriss und dir den Magen und Därmen zerbiss, bis du ihn gespien hast. Friss und berste auf der Stelle. Friss, dass dir der Hals anschwell, friss, du unverschämter Gast. Friss, dass dir der Hals anschwell, friss, du unverschämter Gast, friss, du unverschämter Gast. Friss, dass dir der Hals anschwell, friss, dass dir der Hals anschwell.
friss, du unverschämter Gast. Friss, 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 dass dir der Hals anschwellt. Friss, du unverschämter Gast, friss, du unverschämter Gast. Was wird wohl auch nach meiner Trauer fragen? Der strenge Bruder tut. Er muss so einen Papagei als Raben, so einen Kanarin als Sperling haben, zu seinem Morgenbrot. Und schonet keinen Vogel nie. Fahre hin, betrübtes Wort, fahre hin, du mein geliebter Kanarin. Sollt gleich das Glück mir seinesgleichen wiedergeben, wiewohl es kaum geschieht, so kommst du doch in meinem ganzen Leben mir nimmer mehr aus meinem Sinn. Meine Kanarine,
so nehmt die kleinen Glieder in eure Hand und setzt den Vogel sanfte nieder in kühlen Sand. Macht, dass er sicher möge liegen, um mich bei meinem Leide zu vergnügen. So lasse dieses Loch die letzte Ehre sein, was ihr schreibt auf den Leichenstein. Da tät der Hagel, hier liegt den Fagel, der Kuhlmann hat der Quint verloren und alle Menschen kommt und deren. Du's Dreckgebein, hast du wolltest diesen Fagel fretten, so will ich, dass du wer was an den Hals geschmitten. Dies, liebe Hörer, war Georg Philipp Telemanns Trauerkantate aus Anlass des Todes seines Kanarienvogels. Liebe Hörer, mancher Vogelgesang soll ja ganz unmittelbare zauberische Wirkungen auf unser Gefühlsleben haben. Besonders dem Gesang der Nachtigall wird dies nachgesagt. Hören wir also nun einmal zwei Lieder, eines von Johannes Brahms und eines von Alban Berg, die das thematisieren. Brahms Lied liegt ein kurzes Gedicht von Christian Reinhold zugrunde, der eigentlich Christian Reinhold Köstlin hieß und im Hauptberuf Jurist war, der aber mit der Komponistin Josephine Lang verheiratet war und mit ihr zusammen ihr gemeinsames Haus zu einem kulturellen Zentrum und Treffpunkt bedeutender Künstler machte. Sein Gedicht lautet: O Nachtigall, dein süßer Schall dringt mir durch Mark und Bein. Nein, trauter Vogel, nein, was in mir schafft so süße Pein, das ist nicht dein. Das ist von andern himmelschönen, nun längst für mich verklungenen Tönen in deinem Lied ein leiser Widerhall. Bernarda Fink, begleitet von Roger Vignol, singt Brahms Vertonung. Und hier das zweite Beispiel für ein vom Nachtigallengesang inspiriertes Gedicht, diesmal von Theodor Storm. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen.
Da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Sie war doch sonst ein wildes Kind. Nun geht sie tief in Sinnen, trägt in der Hand den Sommerhut und duldet still der Sonne Glut und weiß nicht, was beginnen. Das macht, es hat die Nachtigall die ganze Nacht gesungen. Da sind von ihrem süßen Schall, da sind in Hall und Widerhall die Rosen aufgesprungen. Hören Sie nun Christa Ludwig mit Alban Bergs Vertonung dieses Gedichtes, das New Philharmonia Orchestra begleitet, unter der Leitung von Charles Macarras. Liebe Hörer, in diesen Tagen erwarten wir ja den Herbst, und da fliegen viele Vögel bekanntlich in den Süden. Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb darüber ein rührendes, wenig bekanntes kleines Lied für zwei Singstimmen, und auch das will ich Ihnen noch vorspielen. Der Text lautet: Wie war so schön doch Wald und Feld, wie ist so traurig jetzt die Welt. Hin ist die schöne Sommerzeit, und nach der Freude kam das Leid. Wir wussten nicht von Ungemach und saßen unterm Laubesdach vergnügt und froh beim Sonnenschein und sangen in die Welt hinein. Wir armen Vöglein trauern sehr, wir haben keine Heimat mehr, wir müssen jetzt von hinnen fliehen und in die weite Fremde ziehen. Ist dieser Text nicht merkwürdig, meine Hörer? Wir dachten doch immer, die Zugvögel flögen gern in die Wärme, weil es in ihrer Natur liegt und sie einem inneren Drange folgen. In diesem Gedicht aber erscheint es als ein Zwang. Nun, das liegt daran, dass dieses Lied politisch gemeint ist. Das hätte man nicht so ohne weiteres erkannt, nicht wahr? Aber es stammt aus der Feder eines der politisch unbequemsten deutschen Dichter, Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Und er schrieb es, als er 1843 wegen politisch anstößiger Ansichten und Tendenzen seiner Professur an der Universität Breslau enthoben und aus Preußen ausgewiesen wurde.
Er selbst also war der unfreiwillige Zugvogel, den er in diesem Gedicht besingt. Übrigens dachten wir in Deutschland jahrzehntelang, solche Zustände hätten wir überwunden. Aber spätestens seit Corona erleben wir Ähnliches wieder. Und Hoffmann von Fallerslebens Gedichte sind aktuell wie lange nicht mehr. Hören wir also einmal Mendelssohns Vertonung mit den Sängerinnen Felicitas und Judith Erb sowie Doriana Tschakarowa am Hammerflügel. Schön, doch weit und fern, ist so traurig jetzt die Welt, in ist die schöne Sommerzeit, und nach der Freude kam das Leid, in ist die schöne Das war das Abschiedslied der Zugvögel von Felix Mendelssohn Bartholdy nach einem Gedicht von Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Wir wollen uns aber trotzdem die Laune nicht verderben lassen, liebe Hörer. Deshalb habe ich für den Abschluss dieser Vogelsendung etwas ganz Schönes und Beschwingtes ausgesucht, den Walzer Dorfschwalben aus Österreich von Josef Strauß. Das war der Bruder des Walzerkönigs Johann Strauß. Josef war im Hauptberuf Maschineningenieur, aber nebenbei ein hochbegabter Musiker, wie Sie jetzt erleben können. Wir hören einen Mitschnitt aus dem Neujahrskonzert 1992 der Wiener Philharmoniker mit dem großartigen Carlos Kleiber als Dirigenten. Thank you.
mit den Dorfschwalben aus Österreich, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Carlos Kleiber, endete die heutige Stunde Klassik. Ich hoffe, Sie hatten so viel Freude an dieser Vogelmusik wie ich. Nächste Woche will ich dann, wie versprochen, das Thema Bruckner und seine Sinfonien wieder aufnehmen. Bis dahin, ganz herzliche Grüße, Ihr Jürgen Plich. Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomünchen.net. Radio München.